Anstelle der Anschlagplatte mit festmontierter Oberfräse können Sie vor der Werkstückauflage auch eine Grundplatte mit Laufschienen und Motorschlitten befestigen. Damit lässt sich der Oberfräsenmotor wie bei einer Langlochbohrmaschine auf zwei Achsen verschieben und man erhält im Handumdrehen ein multifunktionales Bohr- und Fräszentrum. Für die ersten Bohr- und Fräsversuche setzen Sie am besten wieder einen Spiralnutfräser ein, der aufgrund seines ziehenden Schnitts immer präzise und saubere Ergebnisse liefert. Den Fräsmotor liefert der Hersteller komplett mit einer solchen Kopieeinheit, in die sich der Motor mit wenigen Handgriffen einstecken lässt. Mit einer Feineinstellung können Sie den Fräser dann ganz nach Wunsch und Zehntelmillimeter genau aus dem Motorschlitten vorstehen lassen. Da man beim Fräsen jede Menge Späne produziert, darf auch eine Absaughaube nicht fehlen, die höhenverstellbar in zwei T-Nuten befestigt wird. Damit sich der Motorschlitten beim Verschieben nicht im Saugschlauch und Motorkabel verfängt, wird beides am hinteren Ende der Grundplatte von einem Holzbrettchen gehalten. Zur präzisen und wiederholgenauen Positionierung der Werkstücke gibt es diverse Anschläge, wie zum Beispiel diesen Längs- und Gärungsanschlag. Mit ihm können Sie schmale Werkstücke, wie beispielsweise Pfosten und Rahmenhölzer, mit Bohrungen für Dübeln oder mit Langlöchern für lose Zapfen versehen. Damit die Werkstücke immer an der gleichen Stelle fixiert werden, befestigen Sie zusätzlich noch eine Stoppleiste am Anschlag. Im nächsten Schritt stellen Sie die Höhe des Fräsers auf das gewünschte Maß ein. Anschließend stellen Sie mit dem Anschlagreiter am Motorschlitten die Fräs- bzw. Bohrtiefe ein. Und ganz zum Schluss stellen Sie noch mit den beiden Anschlagreitern am Ende der Grundplatte die Position und den Abstand der beiden Dübellöcher zueinander ein. Ein aufgeklebtes Maßband erleichtert die Sache natürlich ungemein. Aber es geht auch mit einem einfachen Meterstab. Das Bohren der Dübellöcher ist dann wirklich kinderleicht und bedarf eigentlich keiner weiteren Erklärung. Aber überzeugen Sie sich einfach selbst, wie schnell und präzise Sie nicht nur Dübellöcher, sondern auch Langlöcher für lose Zapfen und Dominos einfräsen können. Thank you.
Gegenlöcher werden in der Regel ins Stirnholz der Rahmen gefräst. Dafür wird der Längsanschlag entfernt und durch einen Queranschlag ersetzt. Dann messen Sie die Rahmenbreite aus und stellen den Queranschlag genau um die halbe Rahmenbreite versetzt zur Tischmitte ein. Da die Rahmenhölzer dünner als die vorhin gefrästen Pfosten sind, wird im nächsten Schritt noch die Fräserhöhe neu eingestellt. Dann noch die Absaughaube aufschieben und schon kann der Frässpaß wieder losgehen.